Ziel eigentlich dieses Vortrags ist, ein bisschen einen Einblick zu geben in Fehlschlüsse. Für Leute, die sich schon länger mit Rationalität beschäftigen, ist das etwas, das wahrscheinlich bekannt ist. Ich habe versucht, ein bisschen eine Balance zu finden zwischen Neuem, also Einsteigerfreundlichkeit und auch ein bisschen Tiefe. Ich möchte zuerst ein bisschen etwas sagen über die rationalistische Werkzeugkiste, verschiedene Dinge, die einem helfen, gute Entscheidungen zu treffen und richtige Handlungen zu finden. Dann möchte ich kurz erklären, was ein Syllogismus ist. Das ist ein bisschen technisch, aber wichtig, um zu verstehen, was ein Fehlschluss genau ist. Und dann möchte ich vor allem ein paar Beispiele zeigen von den Fehlschlüssen. Es gibt viel mehr, als ich jetzt hier besprechen kann. Aber ich nehme ein paar, von denen ich denke, dass sie sehr häufig vorkommen und wichtig sind. Und dann nachher können wir diskutieren. Ich habe auch noch einen Text dabei, falls wir uns einen Text anschauen möchten, mit Fehlschlüssen drin. Also ja, was ist diese Werkzeugkiste? Also ich würde sagen, wenn man rational denken möchte, wenn man Glaubenssätze haben möchte über die Welt, die etwas mit Realität zu tun haben, dann gibt es verschiedenste Dinge, die man berücksichtigen muss. Das eine ist zum Beispiel die kognitiven Verzerrungen, die wir alle haben, also auf Englisch heißt das Biases. Das sind so psychologische Mechanismen, die spielen, die uns da eigentlich davon abhalten, rational oder direkt dem zu folgen, was wir wollen. Ich werde es nur ganz kurz anschneiden, um was es da geht. Ich werde mich auf die Fehlschlüsse konzentrieren. Wer mehr wissen will darüber, das sind zwei interessante Bücher. Thinking Fast and Slow von Daniel Kahneman ist ein extrem gutes Buch. Er ist Ökonomie-Nobelpreisträger und man kann fast sagen, eigentlich der Entdecker der Biases oder einer der Hauptvertreter, dass wir eigentlich die Welt immer verzerrt sehen durch diese kognitiven Verzerrungen. Und er hat sehr viele von diesen Verzerrungen erforscht, beschrieben, aufgezeigt, wie sie wirken, unter welchen Umständen sie wirken. Und wenn man sich bewusst ist, was es für Verzerrungen gibt oder wie man halt beeinflusst ist durch Dinge, die einem vielleicht nicht direkt bewusst sind, dann kann man das natürlich auch einbauen, wenn man darüber nachdenkt, was man jetzt ethisch machen soll, wie man sich verhalten soll, wie man rational handeln soll, wenn man weiß, dass man selber diesen kognitiven Verzerrungen unterworfen ist. Und das andere ist von Rolf Dobelli, die Kunst des klaren Denkens. Das habe ich vor allem hier genommen, weil es auf Deutsch ist. Und es beschreibt auch mit sehr vielen lustigen Anekdoten verschiedene solche kognitiven Verzerrungen. Dann auch etwas, was in diesem Werkzeugkiste für rationale Menschen drin sein sollte, ist Statistik. Für manche Leute vielleicht etwas Natürliches, dass man das sich antun muss, für viele Leute vielleicht sogar ein Genuss. Für andere, ja, wenn man schon nur eine Formel so wie das sieht, wird einem schlecht und man denkt, nein, das habe ich in der Schule mal über mich ergehen lassen, aber jetzt will ich von dem nichts mehr wissen. Und man merkt aber ziemlich schnell, wenn man sich mit Rationalität auseinandersetzt, dass das sehr hilfreich und sehr wichtig ist, Grundprinzipien davon zu verstehen. Aber keine Angst, es kommen jetzt keine Formeln. Und dann natürlich Logik, das ist so wie, um überhaupt Argumente zu bauen oder etwas herauszufinden über die Welt, muss man zuerst mal verstehen, wie argumentiere ich eigentlich, wie baue ich eine Argumentation auf. Und eben ist diese logische Kette, die ich mache, ist die kohärent. Jetzt hier, wenn der hier sagt, ja, then a miracle occurs, ist vielleicht nicht unbedingt die Basis, auf der man sein Weltbild aufbauen möchte, wenn man sagt, okay, ja, aber das ist jetzt halt einfach so, das ist halt Magic. Und jetzt zur Logik ein bisschen. Das ist sehr simpel, so eine Grundstruktur, wie man vielleicht etwas rausfinden kann über die Welt. Wir haben die empirischen Fakten, Daten, die wir erheben mit Wissenschaft, mit täglicher Beobachtung. Und wir können daraus eine Induktion machen. Also das ist immer ein probabilistisches Argument. Aus der Datenlage, die ich habe, mache ich eine Induktion auf das Allgemeine.
So, wenn ich, in der Biologie findet man das die ganze Zeit, wenn ich etwas rausfinden möchte über Schwäne und wie schwer sie sind, dann messe ich ein paar Schwäne und dann mache ich eine Voraussage und eine Annahme, wie sich alle Schwäne verhalten oder wie das bei allen Schwänen ist. Und daraus kann man Theorien bilden über die Welt und in der Theorie, also mit diesen Theorien kann man eine Deduktion machen. Und ich werde noch gleich genauer sagen, was das ist, und daraus dann Voraussagen treffen über die Welt. Und eben das ist, was ich schon gesagt habe, die Induktion ist der Schluss von Beobachtetem auf allgemeinere Erkenntnis. Und die Deduktion ist dann eine Kette von diesen Dingen, die man herausgefunden hat, kann man Argumente machen oder logische Ketten bilden und dann daraus Schlussfolgerungen ziehen. Und was man der Deduktion, was vor allem auch von Philosophen sehr geliebt wird, auch ist dann in der Deduktion, wenn die Prämissen stimmen, wenn die Grundannahmen richtig sind, dann führt das eigentlich zwangsläufig zu der Schlussfolgerung, weil das einfach eine logische Kette ist. Eine Art, wie man logische Ketten machen kann, ist eben ein Syllogismus. Und das ist so der simpelste Syllogismus, den man immer wieder hört. Alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch, also ist Sokrates sterblich. Also man hat diese Prämissen, die man aus der Empirie hat oder aus einer anderen Theorie heraus, vielleicht aus Schlussfolgerungen einer anderen Theorie, und kann daraus dann etwas ableiten. Und dieses Argument ist halt so stark wie die Prämissen. Was jetzt wichtig ist, dass ein Syllogismus, der kann formal korrekt sein, also keine logischen Fehler aufweisen, aber die Schlussfolgerung kann dennoch falsch sein, weil vielleicht die Prämissen nicht stimmen oder weil gewisse Aspekte außer Acht gelassen wurden. Und ein Syllogismus kann auch formal falsch sein, aber die Schlussfolgerung richtig. Es kann sein, dass jemand für etwas Richtiges argumentiert, aber sehr schlechte Argumente hat. Das heißt nicht, dass seine Schlussfolgerung falsch ist. Hier unten haben wir ein Beispiel. Homosexualität bei Tieren ist weit verbreitet. Menschen sind Tiere. Homosexualität bei Menschen ist unproblematisch. Jetzt würde ich sagen, die Schlussfolgerung ist zwar korrekt, aber die Argumentation ist falsch. Es ist ein naturalistischer Fehlschluss. Ich muss genau erklären, was das ist später. Und wenn wir halt so etwas haben, dann passiert halt das in unserem Hirn. Wir haben einen Fehler und ja, schwerer Logikfehler ist aufgetreten. Das Denken wird heruntergefahren. Ja. Und das ist jetzt eigentlich so diese Fehlschlüsse. Das ist so ein Moment, wo eben diese Kette unterbrochen wird und wo wir uns vielleicht überlegen müssen, ja, okay, wo ist genau dieser Fehler? Und wenn man mehr weiß über Fehlschlüsse, dann kann man auch herausfinden, wenn man mit jemandem argumentiert und denkt, ah, der hat doch irgendwie nicht recht und irgendwie stimmt nicht, was er sagt, dann kann man so vielleicht genauer herausfinden, okay, schaue ich Schritt für Schritt durch, wie funktioniert denn seine Argumentation? Und kann ich irgendwo einen Fehler finden? Macht er irgendwo so einen Fehlschluss, wo er sagt, wo etwa seine Prämissen falsch begründet sind oder etwas ganz formal falsch macht? Und ich möchte jetzt nicht zu sehr in die ganze Taxonomie der Fehlschlüsse gehen, da gibt es auch ganz viele verschiedene Ansätze. Aber grob kann man sagen, es gibt so formale Fehlschlüsse, die sind immer falsch. Wenn man so argumentiert, dann kann man nie, also die sind nie korrekt in dem Sinn. Und dann informale Fehlschlüsse, die können auch richtig sein. Oder mit denen kann man auch, die sind nicht immer ein Fehlschluss, manchmal kann man mit denen auch etwas herausfinden oder eine Aussage unterstützen. Ich möchte nur kurz was zu diesen Formalen zuerst sagen, und die sehen dann oft sehr ein bisschen so aus. Ich habe jetzt nicht die Logiknotation genommen, aber es sieht vielleicht auch so schon ein bisschen komisch aus. Das ist jetzt confirming the consequences, es ist immer ein Argument in diesem Format ist immer falsch. Man kann nie so korrekt argumentieren. Also wenn P dann Q und dann sage ich Q, darum P, oder wenn man das übersetzt, ist, wenn es regnet, ist die Straße nass. Die Straße ist nass und darum regnet es.
Aber es kann auch sein, dass es gerade aufgehört hat zu regnen oder jemand einen Kessel Wasser ausgeschüttet hat. Das heißt also nicht, dass wenn die Straße nass ist, dann regnet es immer. Das ist ein Fehler in dieser Struktur. Solche Fehler findet man schon manchmal so in der freien Wildbahn, wenn man irgendwie Leuten zuhört, vor allem vielleicht Kreationisten oder so, aber wenn man mit eher Leuten, die ein bisschen auf einem höheren Level argumentieren, spricht, wird man das wohl selten treffen. Das ist etwas Ähnliches. Nein, die Antecedent ist wenn P dann Q. Es ist nicht P, darum ist es nicht Q. Das ist eben der Kreationist hier, der macht so einen Fehler. Er sagt, wenn Atheismus wahr ist, dann ist Evolution wahr. Und dann nimmt er an, hat er gezeigt, Atheismus, Pantheismus ist falsch, darum ist Evolution falsch. Aber das muss nicht unbedingt so sein. Es kann ja auch sein, dass Atheismus falsch ist und Evolution trotzdem wahr. Es gibt dann statistische Fehlschlüsse, die auch ein bisschen in diese Richtung gehen. Die sind einfach von der logischen Form her falsch und das kann man mathematisch zeigen, dass eine Art, so über Dinge nachzudenken, immer zu Fehlern führt. Aber es kommt immer wieder vor, also gerade die Gambler's Fallacy, die sagt so, ja, wenn ich nur genug lang spiele, dann werde ich alles wieder zurückgewinnen. Also ich muss einfach warten, wenn ich genug oft auf Rot setze, dann bekomme ich dann irgendwann eine Reihe, wo ich 100 Mal hintereinander Rot habe. Oder all diese Sachen. Ist ein interessanter Fehlschluss, weil er dazu geführt hat, dass ja, in den USA eine ganze Stadt in der Wüste gebaut wurde, um diesen Fehlschluss herum eigentlich. Es gibt auch andere, also zum Beispiel Base Rate Fallacy geht auch in das rein, wo man eine Grundwahrscheinlichkeit, die schon vorhanden ist in einer Bevölkerung, vergisst. Das, also zu genau möchte ich darauf jetzt nicht eingehen, aber es ist dieses Beispiel, wo einige vielleicht schon gehört haben, dass wenn man einen AIDS-Test macht und der kommt positiv heraus, dann ist so diese Grundannahme, oh, ich habe höchstwahrscheinlich AIDS. Aber wenn man dann genauer hinguckt und sieht, wie oft dieser AIDS-Test einen falschen Positiv hat und wie wenig Leute AIDS haben, ist es eigentlich viel wahrscheinlicher, dass du kein AIDS hast, wenn du einen positiven AIDS-Test kriegst. Aber die sind sehr mathematisch und oft auch, also oft einfach zu zeigen mathematisch, warum sie falsch liegen, aber statistisch nicht versierte Menschen machen oft diese Fehler. Ja, dann informale Fehlschlüsse finde ich persönlich sehr interessant, weil man es oft auch merkt, wenn zum Beispiel der Rektor der Uni etwas sagt oder wenn irgendwas in der Zeitung, wenn man etwas in der Zeitung liest, dann findet man oft auch solche informellen Fehlschlüsse. Da kann man sich fragen, ja, warum passiert das, warum machen Leute solche Fehlschlüsse? Und ein großer Faktor, der auch in der Psychologieforschung immer mehr gezeigt wird, ist Motivated Reasoning, dass Menschen aufgrund von ihren kognitiven Verzerrungen und ihren Wünschen anders anfangen zu argumentieren. Also letztens gab es da auch eine Studie darüber, dass Politik macht dich schlecht in Mathematik, wo man zeigen konnte, dass Menschen, die eigentlich sehr gut sind in Mathe, plötzlich viel schlechter wurden, wenn es darum gegangen ist, wenn sie eine Studie auswerten mussten, eine fiktive Studie mit ziemlich einfacher Mathe, die gegen ihre politischen Meinungen gegangen war. Also das war bei Republikanern in den USA zum Beispiel. Also sie haben es auf beide Seiten gemacht, auch mit Demokraten, da war der gleiche Effekt. Aber in Republikanern hat man eine Studie präsentiert, die zeigt, dass Concealed Carry, also dass man versteckt Waffen tragen darf, nicht funktioniert und die Kriminalität nicht reduziert. Und als Kontrolle hat man das gemacht mit einer Studie über eine Hautcreme, ob die funktioniert oder nicht. Und bei der Hautcreme gab es keinen Effekt, ob welche politische Meinung du hast, aber wenn es darum gegangen ist, dass man eigentlich etwas gegen seine politische Meinung zeigen wollte, haben sie viel mehr Fehler gemacht und viel mehr etwa eine Interpretation gefunden, die ihnen dient. Und das passiert oft unbewusst. Es gibt sicher auch bewusst, aber meistens ist es unbewusst. Und hier unten, das ist nur so eine ganz kleine Liste von möglichen kognitiven Verzerrungen. Wenn euch das jetzt nicht sagt, ist das auch nicht so schlimm. Also da kann man eben viel nachlesen. Da gibt es auch
ja, Dutzende von verschiedenen Fehlschlüssen. Ich möchte nur kurz vielleicht auf den Status Quo Bias ein bisschen eingehen. Das ist eine kognitive Verzerrung, die uns eigentlich dazu bringt, den Status Quo, also wie die Sachen jetzt sind, zu bevorzugen. Wenn eine Veränderung angeboten wird, ist man immer geneigt, eigentlich positiver dem jetzigen Zustand gegenüber zu sein. Gibt es auch ganz viele Studien darüber, die das zeigen. Einer Fehlschluss, der davon oft motiviert ist, denke ich, ist dieser naturalistische Fehlschluss. Das ist die Idee, dass Sachen, die natürlich sind, gut sind. Und ja, Sebastian Kneipp von der Kneippkur schreibt das hier zum Beispiel: Lass das Natürliche so natürlich wie möglich. Die Zubereitung der Speise soll einfach und ungekünstelt sein. Je näher sie dem Zustand komme, in welchem sie von der Natur geboten werde, desto gesünder sind sie. Jetzt haben viele Menschen diese Meinung. Jetzt gibt es auch andere Sachen, die natürlich sind. Zum Beispiel Arsen oder Vulkane. Ja, das zeigt eigentlich schon, nur weil etwas natürlich ist, ist es nicht gut. Es ist auch wegen dem nicht schlecht. Aber es ist kein Argument zu sagen, ja, zum Beispiel Antibiotika sind nicht natürlich, darum sind sie schlecht. In die Richtung geht auch Popularitätsargument, dass man sagt, ja, es machen ja alle oder es ist sehr populär, es muss ja richtig sein. Die meisten Menschen glauben an einen Gott. Und vielleicht kann man ein probabilistisches Argument machen, um zu sagen, ja, vielleicht erhöht das, also sollten wir darum schon wahrscheinlich an Gott glauben, aber es ist nicht eine klare Aussage. Oder? Wir essen alle Fleisch, ja schon, aber das sagt nichts darüber aus, ob es ethisch richtig ist. Und auch Tradition, das geht eigentlich in das Gleiche rein. Es sagt halt nicht jetzt, im Moment machen es viele, sondern es sagt, das hat man schon immer gemacht. Die chinesische Medizin, was ja auch sehr interessant ist, es wird oft gebracht für Akupunktur und so. Es wird immer gesagt, ja, Akupunktur eben diese 3000 Jahre in China entwickelt. Das stimmt auch nicht, was auch noch interessant ist, das ist nur ein paar hundert Jahre alt. Oder ja, also dieses Argument halt, Frauen waren schon immer für den Haushalt zuständig. Oder Frauen sollten ja jetzt nicht wählen, weil die haben noch nie gewählt. Und also aus diesen Beispielen kann man auch schon sehen, okay, ja, das Tradition ist vielleicht kein gutes Argument. Und jetzt hier ist einem vielleicht klar, ja, okay, ja, Tradition ist kein Grund, aber selber argumentiert man dann vielleicht und ist dann ja an einem Punkt, wo das nicht so offensichtlich ist und plötzlich macht man den gleichen Fehler. Und dann ist es oft sehr gut, wenn man eben diese Werkzeugkiste hat, wo man einzelne Punkte anschauen kann. Ja, das ist der Strohmann. Da argumentiert man gegen eine Position, die der Gegner nicht hat. Ich selber studiere Bio und finde darum Kreationisten interessant. Diese zwei Kreationisten hier, Kirk Cramon und Ray Comfort, die haben mal eine Debatte gehabt über Evolution und dann dieses Bild gezeigt von der Crocoduck. Gezeigt, ja, wenn Evolution wahr ist, warum gibt es dann nicht solche Crocoducks? Es muss ja Übergänge geben zwischen den Reptilien und den Vögeln. Ja, Vögel sind Reptilien und Vögel sind auch Dinosaurier und das ist die Position von Evolutionsbiologen, aber es ist natürlich viel einfacher, gegen die Crocoduck zu argumentieren, als gegen ja, Zehntausende von Research Papern über Evolution und das alles zu verstehen und da einen Fehler zu finden. Selber muss man oft aufpassen, dass man das nicht macht. Gerade jetzt vielleicht, wenn es um einen politischen Gegner geht, ist man sehr gewollt zu sagen, ja, seine Karikatur zu machen von dieser Gegenposition und zu sagen, ja, aber das ist ja lächerlich, wie kann jemand das überhaupt irgendwann glauben? Und da macht man es sich vielleicht manchmal zu einfach, weil man sollte sich ja irgendwie immer die Möglichkeit geben, seine Meinung zu ändern und sich überzeugen zu lassen von einem gegnerischen Argument. Und darum gibt es also diese Idee vom Prinzip der wohlwollenden Interpretation oder Principle of Charity, dass man halt
selbst wenn der Gegner vielleicht nicht so gut argumentiert, sollte man die bestmögliche Interpretation seines Arguments nehmen und dann gegen das argumentieren. Wie eigentlich die Arbeit noch für den Gegner, es ist immer wieder so konfrontativ gesagt, aber mit dem Gesprächspartner, dass man wie sagt, okay, ja, du hast hier nicht genau richtig argumentiert oder du hast dich da versprochen, aber ich weiß eigentlich schon, was dein bestes Argument wäre und ich möchte gegen das argumentieren. Und hoffentlich zeigen, dass die andere Person trotzdem nicht recht hat oder wenn es nicht so ist, gewinnt man eigentlich auch, weil man seine Meinung ändert und mehr weiß über die Welt. Ja, das ist das Argument der Ignoranz. Kann man sich, glaube ich, schon vorstellen, was es heißt. Das ist ein Zitat von Michael Behe, ist auch ein Kreationist. Der redet über irreducible complexity. Er sagt, wie ja, diese Sachen sind so kompliziert, wenn man irgendwie von einem, wenn ein Tier, wenn ich irgendwie nur ein halbes Auge habe oder nur ein halber Flügel, das ist nutzlos. Es muss alles, es hat erst eine Funktion, wenn es ganz hier ist und vorher nicht. Was er da eigentlich sagt, ist, ich kann es nicht erklären, darum Gott. Darum ein Designer. Und das hört man vielleicht auch umgangssprachlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Welt ein Unfall ist. Okay, aber dann ist die Position eher zu sagen, und darum weiß ich nicht genau, was es ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist nicht, ich kann mir es nicht vorstellen, darum nehme ich an, was mir wohl ist und was mir am besten gefällt. Persönlicher Angriff ist auch sowas, das ganz oft passiert und das sehr effektiv ist natürlich in den Zeitungen, im politischen Diskurs. Ja, das ist sogar noch schlimmer, als was eigentlich von den echten Gegnern von Obama gemacht wurde. Es ist von Encyclopedia. Aber die ganze Idee mit, dass Obama ein Muslim ist oder dass Obama kein Amerikaner ist, ist offensichtlich nicht so. Wenn man nur ein bisschen die Fakten betrachtet, merkt man, dass das nicht so ist. Aber es ist viel, viel einfacher zu sagen, ja, er ist ein gefährlicher Muslim, als zu sagen, ja, also wir finden, wir brauchen keine Healthcare wegen den Gründen. Das passiert ganz oft, also ja, in der Schweiz findet man das in der Politik eigentlich ja, fortlaufend. Und ein bisschen in die gleiche Richtung geht, wie das Autoritätsargument, wo man sagt, weil eine Autorität etwas sagt, ist das so. Also ich habe hier das Beispiel von AIDS-Denialists, Leuten, die sagen, dass HIV nicht AIDS verursacht oder dass HIV nicht existiert und dass AIDS, aus unterschiedlichsten Gründen, warum sie es schlimm finden, manche sagen, es ist, weil es Schwule sind und Gott sie bestraft, andere sagen, es sind Zivilisationskrankheiten. Und was da oft immer in diesen Büchern und in den Texten ist, ist so, ja, wir haben diese Wissenschaftler und die finden das auch. Darum ist das richtig. Wir haben hier Carey Mullis, der ist Nobelpreisträger, hat PCR-Reaktionen entwickelt, hat in der Biologie sehr große Fortschritte gemacht, ist aber kein Immunologe, hat keinerlei Forschung gemacht über Viren oder über HIV-AIDS. Und das heißt, er ist eine schlechte Autorität. Natürlich, wenn die ganze Community von Forschern, die HIV erforschen, sagen, es gibt kein HIV oder es gibt kein AIDS, dann würde man sagen, das ist ein korrektes Autoritätsargument. Darum ist es auch ein informaler Fehlschluss. Also man muss sich wie fragen, was ist die Qualität einer Autorität? Ist das korrekt zu sagen, weil die und die Person das sagt, ist das richtig? Wenn ich euch jetzt anfange zu erzählen, wie genau man die Vermögenssteuer strukturieren soll, dann kann man vielleicht sagen, ja, woher kommt diese Autorität? Und wenn ich dann sage, ja, ich habe hier einen Bericht gelesen von 35 Ökonomen, die respektiert sind, dann sage ich, okay, ja, vielleicht bringt das meinem Argument mehr Glaubwürdigkeit, weil das wirklich echte Autoritäten sind. Ich sage, ja, aber ein Kollege von mir, der hat das, auch diese Meinung. Da ist man so, ja, okay, aber warum sollte mich das interessieren?
Man kann sagen, das sind generell, das sind genetische Fehlschlüsse, sagt man denen. Das ist ein bisschen ein komischer Name, aber es gibt auch noch andere davon. Zum Beispiel, ja, das haben die Nazis ja auch schon gemacht. Sagen, ja, weil die Nazis das gleiche Argument hatten, das ist ein bisschen eine Variation von einem persönlichen Angriff, versucht man das Argument abzulenken auf das. Und auf Englisch sagt man dann Appeal to Emotion, oder Emotionsargument. Es ist vielleicht manchmal berechtigt, Leute zu manipulieren in dem Sinn, indem man, oder ich meine, eigentlich ist jeder Diskurs oder jeder Versuch, mit jemandem von seiner Meinung zu überzeugen, eine Art Manipulation. Es ist vielleicht auch korrekt, dann Emotionen zu verwenden. Wenn man zum Beispiel Leuten zum Spenden aufrufen will, sieht man, gibt es Forschung, die zeigt, dass das Zeigen von Bildern von hungernden Kindern zum Beispiel, das bringt die Leute dazu, mehr zu spenden. Aber das sagt nichts darüber aus, ob es richtig ist zu spenden. Da braucht man noch ein viel besseres und weiteres Argument, um zu erklären, warum das wichtig ist und warum das richtig ist. Das ist auch so etwas, wo man vielleicht sich selber, wenn man argumentiert, sich fragen muss, okay, argumentiere ich nicht einfach gegen das, weil es mir gegen den Strich geht, weil ich mich unwohl fühle mit der Idee, oder bin ich nicht einfach für das, weil es mich glücklich macht oder weil ich gute Gefühle kriege, wenn das so wäre. Zu dem möchte ich nicht sehr viel sagen. Das ist Dammbruchargument, das sagt, ja, wenn wir diesen ersten Schritt machen, dann kommt alles hinten her. Und auf Englisch heißt es auch eben Slippery Slope. Da gibt es ein tolles Beispiel von Rick Santorum, der war mal in den Präsidentschaftskandidaturenwahlen in den USA dabei. Ja, der hat da, if the Supreme Court says that you have the right to consensual homosexual sex within your home, then you have the right to bigamy, you have the right to polygamy, you have the right to incest, you have the right to adultery, you have the right to anything. Also das geht aus dem überhaupt nicht hervor. Aber es ist spannend, dass man in den USA also solche Argumentationen wirklich so Wort für Wort eigentlich finden kann. Wenn jemand Beispiele, so krasse Beispiele aus der Schweiz hat, dann kann man die mir gerne schicken. Ich bin auch interessiert daran. Ich bleibe gleich noch in den USA. Das ist das falsche Dilemma. Either you are with us or you're with the terrorists. Man könnte ja auch sagen, ich bin nicht mit den Terroristen, aber auch nicht mit dir. Ich habe irgendwie eine differenziertere Meinung, was man machen sollte. Der geht für mich, also den finde ich sehr gut, weil es geht auch in die Statistik rein und in etwas, das man oft findet. Also es ist diese falsche Ursache, oder Kausation ist nicht gleich Korrelation. Das ist von den Pastafarians, von den Anhängern des fliegenden Spaghetti-Monsters, wo klar gezeigt wird, was Global Warming auslöst, oder Klimawandel, weil hier seht ihr auf der X-Achse, wie viele Piraten das es gab in jedem Jahr, und hier die Durchschnittstemperaturen. Und man sieht klar, es gibt immer weniger Piraten und gleichzeitig steigen die Temperaturen. Ich nehme jetzt mal an, das sind Piraten mit Augenklappen und Holzbein, weil sonst gibt es ja unterdessen wieder einige. Das ist ein lustiger Comic dazu. I used to think correlation implied causation. Then I took a statistics class. Now I don't. Sounds like the class helped. Well, maybe. Das spricht natürlich an, dass Korrelation, um herauszufinden, was sich kausal auslöst, ist Korrelation eigentlich das Beste, das wir haben. Also es gibt auch einen interessanten Artikel darüber, if correlation doesn't imply causation, what does? Aber es macht es halt einfach nicht immer. Und da muss man vorsichtig sein. Jetzt noch ganz kurz zirkuläres Denken. Das ist nicht unbedingt so ein formaler Fehlschluss, aber es ist halt so dieses
ein Argument, das sich selber in den Schwanz beißt eigentlich. Also the Bible is the word of God, und woher wissen wir das? Because the Bible tells us so. Und woher wissen wir, dass wir der Bibel glauben sollen? Weil die Bibel unfehlbar ist. Und warum ist sie unfehlbar? Weil sie von Gott geschrieben wurde. Ja, jetzt zum Schluss vielleicht noch eine kleine Warnung und ein Disclaimer. Also das Wissen über kognitive Verzerrungen, über Fehlschlüsse kann auch schädlich sein für sich, für seine eigene Argumentation. Weil man kann sich natürlich imprägnieren gegen Kritik, wenn man sehr gut ist, Fehlschlüsse zu sehen, vielleicht viel besser als der Gesprächspartner, Gesprächspartnerin, dann kann man hier sehr einfach abblocken. Darum nochmal diese Idee, dass das Argument des Gegners sehr ernst genommen werden sollte, finde ich, ist extrem wichtig. Wenn man es nicht ernst nimmt, kann man sich mit diesem Wissen sehr gut abschotten. Und also das ist der Fehlschluss, auf Englisch halt the fallacy, da auch dieses Mandelbrotbäumchen da oben. Wer noch mehr über das lesen möchte, ist diese Website, ist sehr cool. Thou shalt not commit logical fallacies. Da kann man auch, wenn man Spaß daran hat, im Internet sinnlos zu argumentieren mit irgendwelchen Leuten, dann kann man auch jede einzelne Fallacies anklicken und dann einen Link schicken. Ist vielleicht nicht unbedingt beste Verwendung der Zeit, aber es macht halt Spaß. Und ja, es kann sein, dass gewisse Leute das machen wollen. Die Icons, die ich hier verwendet habe, sind auch von dieser Webseite. Ja, das wär's. Danke fürs Zuhören.